Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nioh 2. Es geht zum Boss. Ich erwarte eine Spinne vielleicht. Spinnen und Festung hatten wir schon im Nioh 1. Erstmal gibt es eine Cutscene. Ne, keine Spinne. Irgendein Typ. Natürlich ein Schutzgeist. Okay. Ein Yokai-Typ. Asai Nagama. Oh, holy shit. Das war falsches Timing. Ich glaube, ist das ein Block, was er da macht? Autsch. Also mit Kombos komme ich hier, glaube ich, nicht wirklich weiter. Weil er sofort anfängt zu blocken. Auf den ersten Blick sieht er sehr schwer aus. Aber, naja, hatten wir schon ein paar Mal. Weißt du was? Nerv mich nicht. Dann haben wir dich noch. Ist ein bisschen mühsam, dass da noch Gegner auf dem Bossraum platziert wurden. Oh, der ist super schnell. Autsch. Okay, das war nix. Jetzt haben wir Wasserschaden drauf. Dem kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Sollte mal sein Pattern ein bisschen... Das macht er sehr schnell, also hat kein Delay drin hier. Das war ein Grab. Okay, komischerweise, also das war irgendeine Wutattacke, aber ich habe keine Ahnung, wann man da genau drücken muss, um das zu kontern. Wenn die Fontäne hochschießt, früher. Interessant ist auch, dass gesamthaft in der Region noch 3 Kodamas fehlen, obwohl das höchstwahrscheinlich die letzte Hauptmission ist. Aber gut. Schauen wir mal. Au. Irgendwie war ich nicht dafür vorbereitet. Okay, das kann er auch. Zu spät, okay. Er ist sehr schnell. Keine Delays. Keine Delays. Machen wir das hier. Da kann man ihn punishen. Okay. Wirklich gebracht hat das was nichts. Okay, ouch. Jetzt hat er nicht mehr so viel Ki. Natürlich. Oh, ouch. Was war das? Ach, das sind Projektile. Hallo? Ich wollte heilen, Mann. Ah! Ich habe irgendwie 3-mal auf heilen gedrückt und es ist immer irgendwie nur was dazwischen passiert. Der Typ ist irgendwie in Oichi verliebt, so wie es aussieht. Wahrscheinlich hat er die irgendwie... nicht entführt, sondern die ist einfach fremd gegangen und abgehauen. Wobei, mit dem Typen würde ich jetzt nicht unbedingt mich einlassen.
Aber was soll's? Ich bin nun wahrlich keine Referenz. Ach. Okay. Die Waffe überwaffen ist nicht so sinnvoll. Okay. Ja. Autsch. Ei. Der vorherige Versuch war gar nicht so schlecht. Der hier. Nee. Ich glaube, es gibt ein E für Effort. Ansonsten, ja, war es nix. Er hat sich stets Mühe gegeben, in jeden Angriff reinzurennen. Kann ich direkt am Anfang buffen? Nein, nicht wirklich. Autsch, lass das. Denn die sehe ich noch nicht so wirklich kommen. Ich denke, rumrennen ist hier gar nicht so schlecht. Oh. What? Ich verstehe den Wutkonter da nicht. Ich verstehe diesen Wutkonter nicht. Ich habe keine Ahnung, wann ich da drücken muss. Ich habe irgendwie dreimal gedrückt und nichts hat funktioniert. Obwohl ich eigentlich Anima hatte. Also, vorm Kampf buffen ist nicht. Direkt beim Kampf buffen ist auch nicht. Oh. Ach komm schon, falsche Haltung. Mach mal. Das schon wieder. Gott, ich hasse es, wenn er das tut. Buff dich doch. Vielleicht sollte ich den einfach nicht kontern, sondern ausweichen. Okay. Komm, spring in die Höhe. Genau. Ah, das schon wieder. Okay. Dass er mich da nicht erwischt hat, ist ein Wunder. Autsch. Oh, das war zu schnell. Ich wusste nicht, was er macht. Hat Übles gemacht. Jetzt ist er aggressiver, habe ich das Gefühl. Ah, die ganzen Suppendinge am Boden machen es auch nicht einfacher. Das war zu greedy. Ja, ich hab's gesehen. Welches haben wir den Buff gekriegt? Da, ach komm schon. Oh! Ich hasse es, wenn das passiert. Meine Güte. Ah, das war so. Da haben wir so viel Damage verschwendet. So, wie wär's mit dem? Autsch. Heilung. Sicherheitsheilung. Zu früh. Aber lieber zu früh als zu spät. Oh. Haben wir nochmal Glück gehabt.
Snake? Autsch, okay. Tut mir leid. Snake war unhöflich. Ich sehe es ein. Ah! Zu früh. Oh, Phasenwechsel. Gott. Da renne ich auch jedes Mal wieder rein. Das war nicht so... Oh, wollte sagen, das war nicht so schlecht. Aber es war doch schlecht. Okay, wir haben keine Heilungen mehr. Aber der Versuch ist nicht schlecht. Ah, dammit. Zu spät. Der Versuch war nicht schlecht. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, wie das am Anfang ausgesehen hat. Sind alle Bosse bisher einen relativ ähnlichen Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Zumindest die Hauptmissionsbosse. Au, komm schon. Was war 700? Bisschen heilen. Autsch. Ich glaube, den habe ich noch nie geschafft auszuweichen. Jetzt machen wir eine Richtung. Zu früh. Am Anfang ist er super passiv. Okay, das war rein gar nichts. Da kann man heilen oder buffen. Autsch. Und dann wieder ein Versuch, der rein... Joa. Rein gar nichts war. Ist ein interessanter Boss. Gefällt mir bisher eigentlich sehr gut. Ist auch... Die Timings sind bei ihm ganz anders als bei den anderen Bossen. Also er ist wirklich keine Delays drin. Normalerweise nimmt er so ein... So ein klitzekleiner Delay oder so. Aber immer ist echt eigentlich fast gar nichts. Ich darf nur einmal angreifen. Autsch. Macht wenigstens nicht viel Schaden. Okay. Au. Eine Heilung. Warum trifft mich das immer? What? Ich meine, ich werde ausgewichen. Aber vielleicht muss ich mich stärker zur Seite? Er hat halt zwei Wuchtkonter-Attacken und die eine ist irgendwie ein Bait, glaube ich. Da sollte man einfach ausweichen. Ich sehe nicht, wie man die countern kann. Da irgendwann wird mich der Typ erwischen. Das sehe ich jetzt schon. Ah, jedes Mal, obwohl ich nach hinten gedasht bin. Au, noch voll rein. Voll reingerannt. Ah, oh, die blöde Shockwave. Zu früh. Ich krieg den Debuff nicht an ihn dran. Kein Key.
Ja, noch nicht mehr viel. Ach! Diesmal hat's geklappt. Okay, Heilung. Das war zu greedy. Das Buffen ist schwierig hier. Mist. Und dann bist du halt im Stunlock und kannst gar nichts mehr tun. Ah, wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie bessere Klamotten oder sowas haben. Vielleicht ein bisschen weniger Damage zu kassieren. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Hier schon mal nix. 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 Und das ist ein bisschen besser. Naja. Nicht viel, aber ein bisschen was. Kann vielleicht das Zünglein an der Waage sein. Warum trifft mich das immer? Damn it. Oh Mann. Ah. Noch gar nichts gemacht. Okay. Vielleicht können wir da buffen. Bisschen. Ich krieg den Debuff nicht auf ihn drauf. Okay, ich habe auch kein Key mehr. Zusätzliches Problem. Naja, er ist immer noch zu schnell, obwohl er so langsam rumrennt. Hier kann man buffen oder ihn debuffen. Ey, diese blöde Shockwave. Warum trifft mich das jedes Mal? Ja, nicht mehr. Ah, Mann! What? Ey, kannst du mal aufhören? Irgendwie ist die zweite Phase fast ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Wir hatten einen guten Versuch. Aber das war es dann auch schon. Er hat halt immer noch saumäßig viel HP. Okay, das war... Ah, wieder zu spät. Wir haben halt nicht mehr wirklich viel Heilung. Wenn ich da weit genug weg bin, kann ich einfach nur heilen. Oder buffen. Aber dann verpasse ich halt den Wutkonter. Zu greedy. Ah, der Buff ist nicht mehr durchgekommen. Und dann kann er sofort wieder nachlegen, obwohl ich ihn gekontert habe. Mann. Fieser Typ. Fieser Typ. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, wird eine Weile dauern, aber wir hatten auch einen richtig guten Versuch. Merkwürdiger Boss. Ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll.
Diese blöde Combo. Sie ist zu lange. Und das nervt mich auch total. Okay, gut. Was machen wir? Gerade wenn ich mich am Buffen bin. Mann. Oh. Ich kann halt nicht, ich kann nicht offensiv spielen, weil er blockt. Ich komme nicht durch seinen Block durch. Das geht einfach nicht. Und dann ist es ein bisschen Glückssache. Entweder ich spiele einfach passiv, renne dumm rum, das ist langweilig. Oder ich buff mich. Kann dann aber ziemlich Pech haben und halt einfach getroffen werden. Er fängt aber immer mit dem Jump an. Vielleicht will ich genügend weit weg. Au. Ich weiß nicht, wie ich das den Debuff auf ihn drauf kriege. Okay, so. Aber es war mehr Glück als Verstand. Na komm. Ach, nicht das. Damn it. Ich weiß nicht, manchmal klappt es super. Und dann blockt er wieder in einem ganz komischen Augenblick. Okay, falsche Richtung. Hier hoch. So. Es ist sehr merkwürdig. Der Boss. Ich habe noch nicht wirklich ein Pattern. Ach, die blöde Shockwave, ey. Das, die regt mich am meisten auf. Weil ich sehe nicht, wie ich die... Warum ist er da schon wieder aus der Animation rausgekommen? Ach komm schon, leck mich mit deiner blöden Shockwave. Okay, da kann ich den Debuff anwenden. Problem ist, das macht er eher selten. Das war nicht so schlecht. Aber es war halt wieder viel Glück, habe ich das Gefühl. Und jetzt rennen wir wieder dumm im Kreis, bis er einfach die Shockwave macht. Jetzt kann ich ihn wenigstens ein bisschen verprügeln. Scheiße. Ach. Hatte ich kein Anima oder war das Timing falsch? Ich hatte das Gefühl, das Timing ist richtig. Aber du kannst halt, ist auch super risky, nicht mit vollen HP in die zweite Phase zu gehen, wegen den blöden Projektilen. Ich glaube, wenn ich ihn richtig Wut kontere, dann verfliegen die Projektile. Quasi im Wind. Vielleicht sollten wir uns zuerst buffen. Au, voll reingerannt. Okay. Das lässt du zu. Ach. Deine dumme Shockwave. Ach, schon wieder. Damn it. Ich bin eigentlich ausgewichen, aber... Ich war im Stunlock. Ich war im Stunlock.
Wir hatten ein paar Versuche, die richtig gut waren, aber jetzt läuft wieder gar nichts mehr. Ich verstehe nicht ganz, was ich tun muss. So. So, da kann man buffen. Ach komm schon, da kommt direkt die dumme Shockwave, ey. So. Ah, schon wieder. Komm schon. Meine Güte. Musst du das immer tun? Schon wieder gegrabt, ey. Jetzt machst du kein Follow-up. Huh. Ah. Na komm, mach was. Problem ist, ich habe auch kein Key. Heilung. Okay, das war gar nicht so schlecht. Er hat halt einfach immer noch super viel HP. Nach dem Grab kann ich eine volle Combo, glaube ich, reinhauen. Halt ein komplett anderes Moveset hier. Und dann bin ich im Stunlock. Ich komme nicht weg. Ich brauche einen Einsiedler. Warum haben sie den Einsiedler rausgepatcht? Mann. Ah, das ist ärgerlich. Der blöde Stunlock. Ja, ja, ich weiß, ich könnte blocken. Machen wir aber nicht. Auf dieses Niveau lassen wir uns nicht runter. So weit kommt's noch. So, zumindest haben wir den schon mal. Na komm. Ach, natürlich machst du das. Kein Key. Man redet mich auch mit seiner blöden Shockwave. Okay, wir haben den Debuff drauf. Haben wir eine Heilung. Schon wieder erwischt. Heilung. Hier bringt gerade nichts. Ach komm schon. Du hast kein Key mehr. Du hast kein Recht, irgendwas zu tun. Warum kann er schon wieder angreifen? Ah, das sind natürlich Tracking Projectiles. Homing. Ich steck fest. Na komm, du hast doch... Mann!
Jetzt lass mich mal. Okay, ich habe auch kein Key. Das erklärt einiges. Verflucht. Ah! Ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ey, ich habe den Dreh raus, aber nee. Habe ich nicht. Ja, fantastisch. Ganz hervorragend. Richtig gut. Einfach mal hängen bleiben. So. Na komm, mach was. Das war gar nichts. Ich hab die zweite Phase ist mir wesentlich lieber als die erste. Weil er A, die Shockwave nicht macht und B, nicht ständig blockt. Das ist doch bescheuert. Ich denke mal, wir müssen den dann in der nächsten Episode weitermachen. Ach, komm schon, echt? Ah, Mann, ich kann mich nicht mal buffen. So, bisschen Abstand gewinnen. Natürlich kommt die blöde Shockwave. Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen kann. Die hat so eine Range. Ich könnte sie iframe dodgen. Aber die hat halt kein Wind-Up. Man sieht sie nicht kommen. Okay, wir haben zumindest den Debuff drauf. Schon wieder erwischt. Das verstehe ich auch nicht, warum er mich da jedes Mal trifft. Obwohl ich eigentlich dodge. Vielleicht dodge ich zu früh. Vielleicht muss ich erst wirklich ganz... Na, dann dodgen, wenn er am Boden ankommt. Und vielleicht muss ich aggressiver spielen. Mann, du hast kein Ki mehr. Also hör auf damit. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich den Dingern ausweichen kann. Das ist auch so ein Ding. Aber ich komme so selten in die zweite Phase, dass das... Ist schwierig. Na gut, ich denke mal, das wird der letzte Versuch sein. Für diese Episode. Wir kriegen den. Wir hatten auch bei Nioh 1 ein paar Bosse, wo wir richtig, richtig lange dran waren. Und das ist wahrscheinlich einer von denen. Kann ich hinter ihn dodgen? Ja, geht so einigermaßen. Ah. Das war zu spät. Kein Key. Oh. War mal richtig kein Key. Schon wieder erwischt. Die kann ich einigermaßen dodgen. Das war zu früh. Ich muss später dodgen bei dem. Letzte Sekunde, glaube ich. Ja, dann geht's. Und dann darf ich aber nicht die ganze Combo durchziehen.
Mist, voll rein. Ja, nicht die ganze Combo durchziehen. What? Bin ich noch drauf gestanden. Okay, nun gut, mein Lieben. Das war's jetzt mal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es weiter. Ich habe das Gefühl, es könnte noch ein bisschen dauern. Aber wir werden sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.